Das, was wir in der Closed Beta von Siedler 2022 zu sehen bekamen, als Katastrophe zu bezeichnen, wäre vermutlich die Untertreibung des Jahrzehnts. Befinden wir uns nicht gerade in dem Jahrzehnt, das uns jeden Tag daran erinnert, dass wir wirklich nicht in der idealen Zeitlinie leben. Aber egal, ob das neue Siedler floppt oder doch irgendwie zum Hit wird, das Siedler-Franchise, so wie wir es kannten, wird es nicht mehr geben. Entweder wird es endgültig begraben wie nach Siedler 7, oder es wird als bloßer Schatten seiner früheren Größe weiter bestehen. Für einen großen Teil der Siedler-Community heißt das leider, dass wir von Anfang an nur verlieren konnten. Dass ich trotz der Tatsache, dass mich dieses Franchise so geprägt hat, so gut wie keine Vorfreude für die neueren Teile aufbringen konnte, ist bezeichnend. Generell kenne ich wenige Spieler, die sich mit der Reihe über ihrem Lieblingsteil hinaus beschäftigen. In meinem Fall ist das ein Versäumnis, das ich wirklich korrigieren sollte, aber einer der Nachteile am Erwachsensein ist leider, dass Zeit sehr kostbar wird. Selbst Siedler 3 hat nicht halb so viel Aufmerksamkeit von mir bekommen, wie es verdient hätte. Der 17. März 2022 wird aber nicht der Tag sein, an dem dieses Franchise stirbt. Du kannst nicht töten, was schon längst tot war. Die Identitätskrise, die der Reihe letztendlich zum Verhängnis wurde, begann schon viel früher. Am 25. November 2004, mit dem Release von Die Siedler, das Erbe der Könige. Das Erbe der Könige ist beim besten Willen kein schreckliches Spiel. Als es erschien, wurde es schnell zu einem meiner Lieblingsspiele. Aber eine direkte oder gar sinnvolle Fortsetzung der Reihe ist und war es nie und schien es auch nicht sein zu wollen. Die Kernprinzipien der Reihe fehlten praktisch gänzlich, der Grafikstil war ein völlig anderer und jede Progression, die zwischen den ersten vier Teilen zu sehen war, war weg. Das Erbe der Könige kam einem Age of Empires viel näher, aber selbst im direkten Vergleich mit diesem Spiel traf es zweifelhafte Entscheidungen. Es ist nicht zu leugnen, dass auch für viele Spieler dieses Spiel und seine beiden Nachfolger geprägt haben, was ein Siedler sein sollte. Aber ich kann es nicht diplomatischer ausdrücken. Die Siedlerreihe endete in dem Moment, als sie aufhörte, römische Zahlen im Titel zu verwenden. Die weiteren Teile kamen den Grundprinzipien stellenweise zwar wieder näher, aber das Franchise hat sich von dieser Richtungsänderung nie wieder erholt. Und es ist umso tragischer, dass selbst das Erbe der Könige in manchen Belangen näher an Siedler war als der Reboot der Reihe und die Features, wo es abwich, auch besser umsetzte. Manche Leute sagen, alles was Ubisoft tun müsste, wäre die alten Teile zu remastern. Kein plumpes Re-Release wie die History Edition, sondern mehr etwas wie die Age of Empires Definitive Editions. Aber wenn man sich ansieht, wie sehr manche S3 und S4 Hardliner jeden Fortschritt in Sachen Modding boykottieren, fällt es mir schwer zu glauben, dass ein Remake als neue Standardversion akzeptiert werden würde. Das Remake zum 10. Geburtstag von Siedler 2 wurde auch durchaus dafür kritisiert, dass es sich zu sklavisch am Original orientierte. Siedler litt aber auch schon immer darunter, dass es sowohl bei großen als auch bei kleinen Schritten kritisiert wurde. Und anders als ein Konkurrent Anno, welcher ironischerweise beim gleichen Publisher endete und dort gerade durch das punktet, was das neue Siedler um jeden Preis zu vermeiden versucht, hat Siedler auch nie so richtig den Sprung in internationale Gewässer geschafft. Aber was will die Community eigentlich? Wenn ihr mich fragt, nichts Gemeinsames. Fragt 10 verschiedene Leute und selbst wenn sie den gleichen Siedlerteil als Grundlage nehmen, werden sie euch 10 verschiedene Spieler als ihr Wunschsiedler beschreiben. Ich kann mir daher nicht herausnehmen, für irgendeinen Teil dieser Community zu sprechen. Was ich euch aber sagen kann, ist, wie mein Wunschsiedler aussehen würde. Diese Gedanken lassen mir seit der Closed Beta keine Ruhe mehr und deshalb habe ich vor, ihnen eine eigene Videoreihe zu widmen, um mit euch für einen kurzen Moment in eine Zeitlinie zu springen, in der 5. Siedlerteil nicht das Erbe der Könige, sondern die Siedler 5 hieß. Mit einer römischen 5 wohlgemerkt. Wenn wir ehrlich sind, ist natürlich klar, dass wir dieses Spiel so nie bekommen werden. Aber wenn es etwas gibt, was Menschen von niemandem genommen werden kann, ist es die Fähigkeit zu träumen. Also lasst uns genau das tun.